Hallo und herzlich willkommen, liebe Community, hier zur weiteren Folge Station News mit mir, dem Chrissy. Und ich habe übrigens gerade gesehen, dass mein Dings hier fast alle ist, hier mein Flugbenzin sozusagen. Und deswegen werden wir jetzt erstmal ganz schnell ein Stairs-Kit bauen. Sonst kommen wir nämlich da nicht mehr rein irgendwann. Nicht wahr? Und dann müssen wir uns auch überlegen, was wir da reinfüllen. Also wäre es vielleicht schon ganz cool, eine... Wie lange braucht denn das Stairs-Kit, bitte? Ja, jetzt habe ich einen Stacker gebaut? Nein, wollte ich gerade sagen. Da müssen wir uns auch überlegen, dass wir so eine Nachfüllstation mal bauen, würde ich sagen. So ist das gut. Dann kommen wir hier nämlich schön easy peasy hoch. Und brauchen uns jetzt hier keine Gedanken mehr machen. Ja? So, die Zeit ist um. Jetzt ist natürlich wieder Nacht. Das ist richtig geil für so eine Folge. Aber das ist nicht schlimm. Wir können ja trotzdem was machen. Und zwar können wir nämlich mal anfangen, jetzt hier Eisensheets zu bauen. Dass wir nämlich jetzt mal unsere Geschichte hier zumachen können. Ich bin mal gespannt, wie das nachher wird, wenn wir die großen Metalle wie Kobalt und Co. brauchen. Also Kupfer hat mich schon fast einen Tag gekostet. Ich habe ein bisschen Kobalt gefunden. Ich habe ein bisschen Blei gefunden, das ist schon mal gut. Aber ansonsten, alter Falter. Also Silber habe ich auch schon ein bisschen... Wegen Lötzinn nachher herstellen und so. Das wird ein Spaß auf jeden Fall. Also, da ist auch die Frage, wie wir es machen wollen. Also, eine Elmo-Furnace könnten wir eigentlich sehr schnell etablieren, weil wir tatsächlich die Gase in der Atmosphäre haben. Und da ist eben die Frage, wie wollen wir anfangen? Ich würde hier irgendwo erstmal eine kleine grundlegende Filtration hinbauen wollen mit Wasserstoff, Sauerstoff, also Volatiles und Oxide aus der Atmosphäre ziehen. Dazu müssten wir aber unseren Dings noch ausbauen, unsere Elektrosachen. Also wäre da vielleicht ganz gut, erstmal Stahl zu schmelzen, um dann hier eine Stationary Battery bauen zu können. Kit Battery, da brauchen wir halt Stahl für. Ja, oh jetzt sehe ich, ja, kannst du aufhören. Hör mal jetzt mal auf. Stahl schmelzen geht ja prinzipiell nicht so schwer. Also wir sammeln dann einfach hier das Zeug ein. Jetzt habe ich natürlich das ganze Eisen geschmolzen, aber ich würde dann nochmal losgehen. Wir haben ja hier, was haben wir hier? Kohle? Ach, Kohle haben wir auch noch gar nicht. Oh, ich muss noch Kohle sammeln. Ah. Naja, sagen wir mal so, ich würde dann mal 300 Eisen finden auf dem Planeten. Das wird schwierig. Wir gucken mal, was wir machen können. Vielleicht sammle ich erstmal nur 150 Eisen und 50 Kohle. Dann haben wir erstmal ein bisschen Stahl. Dann werden wir Stahl schmelzen. Das geht ja hier mit unserem Ofen. Das ist ja machbar. Und dann schauen wir mal, würde der Kaiser sagen. Jetzt werden wir erstmal zuschweißen hier alles. Ich hoffe, dass ich dabei nicht explodiere. Oh, warte mal. Wir müssen mal gucken, wie viel Gas wir noch haben. Warte, das können wir ja so machen. R drücken. 3400. Ja, ist noch ein bisschen was drin. Weil sonst haben wir nämlich echt ein Problem hier. Also das mit der Atmosphäre geht mir so richtig auf den Zeiger gerade. Türen offen, ja. Nicht, dass wir noch explodieren hier drin. So, jetzt ist alles zu. Ja, kannst aufhören hier. Mach doch mal den scheiß Brenner aus. So, jetzt ist alles zu. Das heißt, wir könnten jetzt theoretisch anfangen mit Vakuumieren, aber das können wir noch nicht, weil wir ja noch nicht alles gebaut haben. Das heißt, wir brauchen hier Kupfer drin. Das heißt, du gibst mir jetzt mal dein Kupfer hier. Das brauchst du eh nicht. Lead. Kupfer, genau. Und das Kupfer packen wir da rein. Und du baust mir jetzt mal zwei Passive-Fans.
Und dann brauchen wir noch zwei Active Vents. Was? Wieso hat er denn jetzt noch einen gebaut? Na, ist egal. So, da brauchen wir noch Gold. Gold haben wir hier drin. Active Vent, genau. Ist immer noch dunkel draußen. So. Oh, das ist ja noch recht zugeschweißt. Na ja, dann machen wir das noch schnell. Ich hab die ganze Zeit überlegt, wo ist mein Schweißgerät? Ja, da ist es. So, jetzt geht's los. Jetzt brauchen wir die beiden Passive Vents. Ich würde sagen, da machen wir das Ganze mal so. Active Vents meine ich. So, jetzt brauchen wir noch die Rohre. Das habe ich jetzt da reingeschmissen. Die Datendisk, okay, die brauchen wir nicht. So, dann wird das hier unser Rohr nach draußen. Ja, kannst du jetzt mal aufhören hier? Was ist denn hier dein Problem, ey? Was brennt denn hier gerade? So, und der geht nach drin. So. Schon wieder hell draußen? Nee, immer noch nicht. Alter, was brennt denn hier die ganze Zeit? Das gibt's doch gar nicht, ey. Oh, Kabel brauchen wir noch, fällt mir gerade ein. So, wir brauchen Kabel, wir brauchen die Konsole. Da brauchen wir dann die Advanced Airlock drin. Und wir brauchen die Datendisk. Und wir brauchen Glasscheiben. Na ja, dann machen wir gleich. So, jetzt brauchen wir noch die Glasscheibe. Die war hier irgendwo. Ist immer noch dunkel draußen. Das gibt's doch gar nicht. So, haben wir. Jetzt brauchen wir noch den Sensor. Das Kit-Sensor, genau. Den machen wir mal dahin. Dann geht das schneller. Und wie sieht es mit der Batterie aus? Die sieht gut aus. Dann brauchen wir jetzt wieder ein paar Kabel. So. Oh ne, das dürfen wir nicht machen. Ich glaube, wenn wir die Tür zumachen, fackeln wir irgendwann ab. So, den haben wir. Jetzt brauchen wir hier noch die, die gute alte Zange. So, und jetzt müssen wir die Jungs ja auch noch versorgen. Oh, Alter, das gibt's doch nicht, ey. Diesen Flammen hier, das sieht mir schon ein bisschen auf den Sack. Muss ich ehrlich zugeben. Es ist schon ein bisschen nervig hier gerade. Ich seh nämlich überhaupt nichts hier. So. Okay, jetzt mal hier kurz mal zumachen hier. Okay, das ist dann hier Active Van. Ja, jetzt hört er nämlich auf. Oh, so, Set Inward heißt. Ja, das dachte ich mir. Jetzt vakuumieren wir erstmal den Raum hier. Naja, Paolo ist okay. So, und jetzt müssen wir...
Gut, der kann also auf jeden Fall diesen Raum vakuumieren. Das ist schon mal gut. Hat er auch. Sehr schön. Ist der jetzt noch an oder nicht? Und öff. Soll ich mal drauf drücken? Ja. So, jetzt muss ich mal hier gucken. Oh, die Tür hat sogar schon Schaden gekriegt. Oh Gott. Warum? Okay, warte mal. Jetzt machen wir hier mal den Active Vent an. Ja, jetzt kommen hier wieder Sa Gase rein. Ja, theoretisch können wir den ausmachen und können hier einfach die Tür aufmachen. Dann müsste der uns ja hier drin vakuumieren. Alter, die Türen haben schon voll Schaden gekriegt. Oh Gott, ey. Aber der vakuumiert, oder? Der hier steht auf Outward, ja. Ja, so müsste es gehen. Oh, hör doch mal auf jetzt hier. 354, 55. Warum wird denn das mehr? Was ist denn hier los? Oh, diese Geräusche sind so schön. Ich liebe das einfach. Es ist einfach toll. Jetzt ist natürlich hier dunkle, schwärzeste Nacht, ne? Ja, er saugt ab. Okay. Das sieht gut aus. Für euch natürlich nicht so gut, weil, ja, ist alles schwarz, aber so mein Zutat. Jetzt wird es hell draußen. Sehr schön. Ach Mann, ich habe hier was vergessen zuzuschweißen. Ach, da kann ich ja saugen, so viel wie ich will. Ja, das ist das, wenn es dunkel ist, ne? Dann. So, jetzt müssten wir aber hier. Jetzt müssten wir aber hier schicki-lecki sein. Ja, man sieht schön, dass er das da tatsächlich rauszieht. 338, 37, ja, es wird weniger, alles klar. Er vakuumiert, so soll es sein. Hauptsache, die Türen gehen jetzt nicht kaputt, ey. Ja, das sieht noch gut aus. Ja, hier ist jetzt richtig Party gerade. Von wo geht denn das Feuer aus? Vom Stromkasten hier oder was? Das ist seltsam. Das ist seltsam. Naja, Duki, ich werde jetzt erstmal vakuumitieren und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn es vakuumiert ist. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Jetzt sind wir quasi fast vakuumiert und das Schöne ist ja, dass die Power-Hoshis hier, dass die auch immer so ein geiles Geräusch von sich geben. Also man hört anhand des Piepsens, was sie machen. Und habt ihr gehört? Dieses Bestätigungspiepsen, dass er fertig ist mit Laden. Ja, also wir sehen, wir schaffen es locker, alles aufzuladen, was wir hier haben. Aber da fällt mir gerade noch was ein. Ich könnte ja mal von meiner Bohrmaschine den Akku laden. Der ist nämlich wahrscheinlich auch so gut wie leer. Den können wir mal hier gleich mit tauschen. Genau. Und auch den Tablet-Akku, 94%. Nee, der ist okay. So. Wir sind jetzt quasi fast an der Vakuumgrenze. 5 kPa haben wir noch, 4. Das heißt, es wird jetzt hier gleich leiser werden. Und dann werden wir die Dings in Betrieb nehmen. Ach so, die Dings. Dings, Dings, Dings. Seitdem ich Dings kenne, kann ich die Welt erklären. Da können wir nämlich jetzt mal hier schon mal anfangen mit Labeln. Oh, der Label hat sogar einen Akku. Das ist ja schön. So, das ist dann Interior Door. Das ist dann Exterior Door. Exterior.door. Das ist dann der Exterior Active Vent. Das ist der Interior Active Vent. Das ist der Gassensor Door. Ne, sagen wir, nee, Schleuse. Dann finden wir den nachher wieder. Das war's schon. Mehr brauchen wir ja gar nicht. Oh, dann können wir das Ding wieder wegpacken. Oh, der Roboter ist so geil. Aber man hört doch nichts mehr. Wir sind quasi vakuumiert. Sehr schön. Sind wir vakuumiert? Ja, also ich sehe hier nichts mehr. Ich höre auch nichts mehr. Ah, doch, ein paar Pascal sind noch. Die müssen noch raus. Ich will das hier drinnen sauber haben. Wir werden hier drin auch nicht mehr schmelzen. Das heißt, das Ding hier können wir eigentlich auch wegreißen schon. Das werden wir nämlich auch machen. Wir werden hier drin nichts mehr schmelzen. Dass die Atmosphäre hier drin einfach so bleibt. Interessant ist, man hört immer noch was, ja.
Obwohl eigentlich keine Atmosphäre mehr da sein sollte. Also ein bisschen Atmosphäre ist ja noch da. 83 Pascal. Na, ist klar, das kriegen wir noch raus. So, jetzt ist hier drin auf jeden Fall safe mit bauen. Was wir auch brauchen, und das möchte ich auf jeden Fall als erstes noch bauen, ist noch eine Lampe, weil das ist echt zum Brechen dunkel hier drin. Ja, jetzt ist auch kein Ton mehr da, das ist gut. Das ist supi. So, ich möchte auf jeden Fall hier eine Lampe drin haben. Die Frage ist, wo ba bauen wir die hin? Da bauen wir die hin. Die ist cool. Genau. So. Und dann, ich weiß, das ist wieder Kabelverschwendung. Man hätte sie jetzt einfach an eine Wand bauen können. Aber ich baue sie jetzt dahin. Das wird ja erstmal für die nächsten Tage wird das ja erstmal unser Unterschlupf hier. Bis wir dann anfangen, die große Basis zu bauen. Und da bin ich tatsächlich. Ach, das war dumm. Das war dumm. Das war dumm. Da bin ich tatsächlich der Meinung, da könnten wir dann auch möglicherweise ein bisschen Spaß haben mit der Basis. Da bin ich am Überlegen, ob wir die im Berg bauen. Dann brauchen wir nämlich nicht so viele Dings hier, zu viele. Ach, wie heißen sie? Naja, die hier, die brauchen wir nicht mehr. So viele hier, die. Wie heißen denn mal die? Na, die Frames hier, da brauchen wir nicht viele Frames. So. Falsche Taste gedrückt. Das war nämlich für diejenigen, die sich jetzt gerade gefragt haben, warum habe ich jetzt das Kabel abgeschnitten, ist für die, die es wissen, ist klar. Für die, die es nicht wissen, ist auch klar. Das ist die Solarseite gewesen, wo ich dran war. Und ja, die Solarseite ist, ja, da kann man nicht ran. Da sollte man nicht ran. Solarseite ist ein gutes Stichwort. Wir müssten auf jeden Fall auch oben nochmal aufs Dach und die eine Solarzelle noch umbauen. Das machen wir jetzt gleich noch. Dazu brauchen wir aber Kabel. Und die werden wir jetzt auch nochmal bauen. Bin ich überhaupt noch im Kamerabild? Ja, ich bin ja, mache ja das mit der Kamera ja schon ewig lange nicht mehr. Deswegen, ja, muss ich immer ein bisschen aufpassen, dass ich nicht pople, nicht pupse und was weiß ich alles nicht mache. So, den haben wir dann auch weg. Dann haben wir hier nämlich wieder ein bisschen mehr Platz. Theoretisch könnten wir auch hier drin filtern. Könnten wir theoretisch auch, aber eigentlich will ich das draußen haben. Es macht immer noch Geräusche, obwohl eigentlich gar keine Geräusche da sind. Aber ist egal. Das kriegen wir hin. So, 20 Strippen. So, jetzt machen wir hier erstmal. Oh, was ist denn die? Was waren hier gerade so dolle rot? Irgendwas war doch hier gerade übelst rot, wo ich mit der Maus drüber war. Was waren hier so rot gerade? Okay, du gehst mal aus. Oh, ey. Sehr schön. Machen wir Lampe an hier. Hier war irgendwas total rot gerade. Hä? Was war denn hier gerade so rot? Das Kabel? Nee. Oh, die Exterior Door. Wieso ist denn die so kaputt? Alter, kann das sein? Die kann man reparieren. Zwei Plastiksheets und Welding Torch. Okay. Kann das sein, dass das immer noch der Außendruck ist? Aber eigentlich halten die Tore das aus, soweit ich weiß. Eigentlich halten die das aus. Okay, jetzt ist er repariert. Oh ja, die kriegt Schaden. Tatsächlich, es ist die Außenatmosphäre. Oh, was soll ich denn da für eine Tür? Was brauche ich denn da für eine Tür? Eieiei, das haben sie geändert, ne? Warte, was haben wir denn? Door? Wir gucken mal Door. Stairwell, genau, haben sie neue Treppen eingebaut. Das ist auch geil. Composite Door, was steht denn hier drinne? 300 kpa maximal Pressure. Oh ja, wir müssen hier drinne Druck aufbauen. Das werden wir auch mal machen. Und zwar mit dem Sauerstofftank hier. Hallo? Sauerstoff ist kein Problem. Wir brauchen hier nur ein bisschen Gegendruck.
damit die nicht kaputt gehen. Die halten 300 ab. Draußen sind 384 oder so. Dann brauchen wir 100 kPa hier drin. Ne? Ungefähr. So. Stellen wir das mal auf 100 kPa. Wie viel ist denn da noch drin? 5 Megapascal. Na, alles klar. Ah, die Tür geht kaputt, genau. Mhm. Ah, ja. Aha, das haben sie ja geändert. Die halten ja nicht mehr, oder die haben vielleicht schon immer nur 300 kPa ausgehalten. Jetzt brauchen wir hier ein bisschen Gegendruck drin. Aber das wird wahrscheinlich nicht ausreichen hier, was wir hier jetzt aus dem Tank rausholen. Na, das wird nicht ausreichen. Ja, da müssen wir von draußen noch ein bisschen was reinholen wieder. Atmosphäre. Ja, der ist leer. Da kommt nichts mehr raus. Ja, der ist... Ah, gut, jetzt haben wir bloß 10 kPa geschafft. Ah, das ist kompliziert. Ich glaube, wir müssen das noch ein bisschen anders machen. Wir müssen, bevor wir hier drin vakuumieren können, wir können ja auch eine CO2-Atmosphäre hier drin machen, weil als Roboter ist uns das ja egal, was wir atmen. Wir atmen ja nichts. Jetzt haben wir natürlich unseren Sauerstoff gewastet, ja. Aber ist ja nicht schlimm, Sauerstoff können wir aus der Atmosphäre ziehen, das ist nicht schlimm, den können wir ruhig wasten. Ja, ich weiß auch, warum wir ihn gewastet haben, deswegen. Scheiße. Weißt du, das ist Chris, so ist er. Ja, warum haben wir ihn gewastet? Weil ich hier den links noch anhatte. So, jetzt haben wir also quasi, jetzt können wir hier quasi alles nochmal neu machen. Die Tür wird uns hier gleich rausfliegen. Aber bevor die Tür rausfliegt, machen wir sie auf. So, dann fliegt uns nämlich die Tür nicht um die Ohren, weil ja, sie wird halt nicht beschädigt vom Außendruck. Ne? So, also, okay, jetzt haben wir also den Tank Sauerstoff weggeballert und haben nicht darauf geachtet, dass wir, ja, dass natürlich die Tür einen Schaden nimmt, ja. Also, da müssen wir mal gucken, welche Tür hält denn den Außendruck? Stand die Blastdoor, ne? Ja, die Blastdoor. Wir bräuchten eine Blastdoor. Alles klar. Eine Blastdoor. Was braucht denn die Blastdoor? Ja, die braucht Stahl. Das haben wir nämlich noch gar nicht. Deswegen müssen wir aufpassen. Also, wir brauchen jetzt eine Filtration. Wir müssen hier drinnen Druck aufbauen. Na, mal gucken, ob die Tür das jetzt aushält. Aber eigentlich müsste sie es aushalten, weil sie jetzt keinen Druck hat. Ach, ist das anstrengend. Oder aufregend. Aufregend ist es. Aufregend. Wie sieht es mit dem Strom aus? Ah, jetzt kommt langsam die Sonne wieder. Nee, kommt sie nicht. So, jetzt wollte ich aber mal fragen hier. Kommt die Sonne jetzt wieder? Nee, noch nicht. Können wir den jetzt vakuumieren oder nicht? Na, das dachte ich mir nämlich. Dass wir kriegen da nicht alles raus. Aber ist nicht schlimm. Wenn wir da hier noch Gas reinstopfen, dann fängt das auch das Brennen an. Das ist nicht das Thema. So, okay, wir müssen mit der Filtration beginnen, würde ich sagen. Wir können ja Sauerstoff und Wasserstoff als erstes machen, weil dann können wir schmelzen. Na, da brauchen wir noch Volumenpumpen, weil das wäre ganz gut mit Volumenpumpen. Da ist die Frage, Volumenpumpen brauchen, glaube ich, Stahl, ne? Ich glaube, die brauchen Stahl. Nein, auch nicht. Oh, geil. Na, dann ist doch meine Idee ganz gut. Und zwar, wir bauen jetzt draußen eine Filtration auf für Wasserstoff, Sauerstoff und CO2. Erstmal. Mehr brauchen wir erstmal nicht. Wir könnten natürlich auch mit Nitrous Oxide heizen den Ofen. Aber da habe ich keine Erfahrung. Da weiß ich nicht, was da passiert. Ist auch ein sehr guter Brennstoff. Und dann haben wir erstmal einen Ofen. Mit dem Ofen schmelzen wir dann Stahl und dann kommt der nächste Schritt. Dann kommen Stationary Batteries, dann kommen richtige Solarzellen, dann kommt mehr Filtration und so weiter und so fort. Gute Idee. Machen wir in der nächsten Folge. Tschüss.